Wir wussten ja, dass Kalifornien in Sachen Marihuana anders tickt als wir hier in Deutschland. Aber ist es tatsächlich so weit, dass sogar Nonnen Gras anbauen und verkaufen? Ein Fake? Oder sind die Nonnen tatsächlich dick im Marihuana-Geschäft? Jetzt werden Sie es erfahren. Die Reise zu den Grasnonnen führt uns nach Merced in Kalifornien. Hier sind die Bilder entstanden, auf denen Nonnen Marihuana anbauen und sogar rauchen. Welche Kirche erlaubt kiffende Schwestern? Wir wollen in den Gotteshäusern von Merced nachfragen. Nonnen, die Cannabis anbauen, müsste hier doch jeder kennen. Oder nicht? Wir suchen diese beiden Frauen hier. Ich zeig mal ein Foto. Sie nennen sich Sisters of the Valley. Kennen Sie sie? Nie gehört. Ist das medizinisches Marihuana? Doch welche Kirche hat mit den Nonnen kein Problem? Zeit, sie zu treffen. Wo genau sie leben, muss geheim bleiben. Sonst könnten ihre Cannabis-Vorräte geplündert werden. Statt in einem Frauenkloster landen wir in einem Hinterhof, wo jede Menge Männer arbeiten. Hello guys. Hallo, schön euch zu treffen. Hi, nice to meet you. Hi, I'm Mark. Ich bin Mark. Hi, Leo. You sister Kate? Du bist Schwester Kate? Hi, nice. Willkommen. Das ist Bruder Zane. Er ist unser Farmmanager und lebt bei uns. Steve ist zu Besuch hier. Er hat die Radioshow Zeit für Hanf. Wir sind hier nicht allein. Es gibt schon auch Männer. Wir machen gerade neue Medizin. Können wir das gleich filmen? Schwester Darcy wartet schon. Schwester, Bruder, die Begriffe klingen schon sehr kirchlich. Nur irgendwie lockerer. Wir folgen Schwester Kate in einen Raum, in dem es sehr intensiv nach Marihuana riecht. Und werden Zeuge einer spirituellen Zeremonie. Auch wenn es viele denken, das ist kein Joint, das ist weißer Salbei. Die Regeln, nur wer gesegnet ist, darf mit den heiligen Pflanzen arbeiten. Die Nonnen filtern in Öl eingelegte Cannabisblätter. Es zieht die Wirkstoffe aus dem Marihuana und ist Basis für schmerzstillende Salben und Tinkturen. Unsere Mission? Wir sind Schwestern, die heilen. Wir fühlen uns dazu berufen und nehmen das sehr ernst. Cannabisproduktion in Gottes Auftrag. Doch Kreuze oder christliche Symbole sehen wir nirgends. Was ist das für eine Kirche? Was war, bevor du Schwester Darcy wurdest? Ich komme aus Vancouver in Washington. Ich habe dort in einem Burgerladen gearbeitet. Und ich habe auch hinten im Garten ein paar Cannabispflanzen angebaut. Schwester Darcy zeigt uns ihre Cannabisplantage. Wir sind ein bisschen enttäuscht. Wir hatten riesige Marihuana-Felder erwartet. Sag Hallo zu den Pflanzen. Sie sind glücklich. Gestern waren sie noch nicht so gut drauf. Wie viele sind das? 12. Warum 12? 12 ist das Limit. Egal wie viele wir haben, es sind immer 12. Das Problem, obwohl medizinisches Cannabis in Kalifornien legal ist, hat jede Stadt ein Vetorecht. Und Merced erlaubt eben nur 12 Pflanzen. Dabei spielt keine Rolle, dass das Gras der Nonnen einen hohen Gehalt an Cannabidiol, kurz CBD, hat und kaum THC. Anders als der Cannabisstoff THC berauscht CBD nicht. Es ist schmerzlindernd. 12 Pflanzen sind wenig. Damit können wir nicht wirklich viel produzieren. Ich brauche knapp 3 Kilogramm für eine Palette Salbe. Das sind knapp 3 Kilo Blüten und Blätter für 30 Kilo Salbe. Und ich weiß nicht. Das hier ist ungefähr die Hälfte von dem, was ich für eine Palette brauche. Und ich mache 3 Paletten im Monat. Das reicht also nicht, um das Geschäft am Laufen zu halten. Wir müssen also Leute finden, die für uns Cannabis anbauen. Und dann kaufen wir es ihnen ab. Und das im großen Stil. Anders schaffen es die Sisters of the Valley nicht, genug zu produzieren. In einem ganz gewöhnlichen Kühlschrank lagert Schwester Darcy die unterschiedlichsten Marihuana-Sorten. Je nach CBD-Gehalt werden daraus Tinkturen, Tropfen oder Salben. Für eine Palette Salben braucht die Nonne etwa 20 solcher Säcke.
Aber was hat das alles noch mit der Kirche zu tun? Wie passt der Handel mit Cannabis zu Gottes Auftrag? Die christliche Mission der Nonnen: Menschen vom Schmerz befreien und Kranke heilen. Das soll mit einem halbvollen Medizinschrank funktionieren? Jeder glaubt, weil wir so oft in den Medien sind, wir hätten ein riesiges Lager und eine große Fabrik. Aber ehrlich, das ist alles. Das ist unser Lager. Wir müssen die ganze Zeit produzieren, weil das hier in einer Woche schon weg sein kann. Das ist unser Verkaufsschlager, unsere Salbe. Eigentlich ist sie gegen Muskel- und Gelenkschmerzen. Doch die Leute nehmen sie auch bei Ohr- oder Zahnschmerzen, Windelausschlag oder Migräne. 9 bis 80 Euro kostet die Cannabis-Medizin im Onlineshop. Lieferung weltweit, auch nach Deutschland. Ob das in seinem Land legal ist, muss jeder Kunde selbst wissen. Ist das jetzt illegal oder legal? Oder was dazwischen? Irgendwas dazwischen. Wir bewegen uns in einem Graubereich. Alle Cannabis-Gesetze beziehen sich auf psychoaktive Drogen. Die machen wir aber nicht. Deshalb betrifft uns das nicht. Nur für den Sheriff ist Gras einfach Gras. Sollen sie sich mit uns anlegen, dann gehen wir vor Gericht. Ich glaube nicht, dass es einen einzigen Richter gibt, der uns für das ins Gefängnis steckt, was wir tun. Doch welche Kirche akzeptiert so eine Einstellung? Was für eine Art von Nonnen sind die Sisters of the Valley? Was seid ihr? Selbsternannte Nonnen, New Age-Aktivisten, das trifft es am besten. Ach so, sie gehören gar keiner Kirche an. Sie haben ihren eigenen Orden gemacht. Dann ist das doch alles ein Fake. Nicht ganz. Schwester Kate legt das Nonnenleben nach eigenem Ermessen aus. Dazu gehören regelmäßig Gebete und die Uniform aus Jeansrock und weißer Bluse. Den Katholiken gehört nicht die Idee, die hinter Nonnen oder der Schwesternschaft steht. Soviel ich weiß, stört sie auch nicht, was ich mache. Nachahmung ist doch das schönste Kompliment. Eine Schwester dient, ein Pfarrer predigt. Wir sind keine Prediger. Wir tun das Beste, um die Idee dahinter zu ehren. Bei einer Demo vor 5 Jahren wurde Schwester Kate geboren, die eigentlich Christine Musen heißt. Ich war Wirtschaftsberaterin und habe Unternehmen geholfen, verschiedene Dienstleistungen zu starten. Ich bin dann in Europa bei Telekommunikationsfirmen gelandet und habe für die Bankster-Gangster gearbeitet, wie ich sie nenne, für die Wirtschaftsoligarchen, bis ich genug davon hatte, das menschliche Verhalten so lange zu analysieren, bis man selbst Eskimos Eis verkaufen kann. Leuten zu helfen ist ihre neue Lebensaufgabe. Dabei kam sie auf den Cannabis-Geschmack. Läutet die Glocken. Es ist 4.20 Uhr. Ich habe ihn angezündet. Ziemlich stark. 420 ist ein Code, der bedeutet, um 20 nach 4 macht ein Joint die Runde. Ein Ritus, den es in keiner Kirche der Welt gibt. Viele Frauen wollen Schwester Kate folgen. Doch wie geht's weiter? Vor dem Gemeinderat muss sie heute um ihr Cannabis-Geschäft kämpfen. Schwester! Hab die Salben vergessen. Der Gemeinderat von Merced will heute entscheiden, ob er Cannabis in seiner Stadt erlauben oder verbieten soll. Im Moment gibt es nur eine Zwischenlösung, die 12 Pflanzen für den Eigenbedarf erlaubt. Wobei man keinen Unterschied macht zwischen medizinischem Nutzen und Drogenmissbrauch. Wir hoffen, dass sie heute das Cannabis-Verbot streichen. Ich glaube, erst läuft's gut und dann gibt's dumme Entscheidungen. Wie wird der Rat heute entscheiden? Hat das Geschäft von Schwester Kate eine Zukunft? Bürgermeister Stan Thurston ist absolut gegen Cannabis. Und auch der Rat steht Marihuana skeptisch gegenüber. Sie wissen, was im Bezirk Calaveras war. Dort hatte man Cannabis verboten und danach das Verbot aufgehoben. Ich hoffe, Sie machen dasselbe. Wenn Sie glauben, die Kontrolle über Cannabis zu verlieren, heißt das nur, Sie misstrauen dem Staat. Mehr habe ich nicht zu sagen. Viel Glück. Ein energischer Auftritt. Kämpferisch verteidigt Schwester Kate das medizinische Marihuana. Doch beim Bürgermeister beißt sie auf Granit.
Menschen werden erschossen und sterben, weil sie wegen Cannabis-Samen kämpfen. Meine Meinung, sie haben ihre. Ich muss hier raus, das ist irrsinnig. Es ist respektlos, was sie machen. Schwester Kate ist so in Rage, dass sie gar nicht mitkriegt, wie der Rat einem Cannabis-Testlauf zustimmt. Der resoluten Nonne reicht das aber noch lange nicht. Wir werden diesen Kampf gewinnen. Wir geben nicht auf. Wir werden immer weitermachen und weitermachen. Wenn ihr in 4 Jahren wiederkommt, werden überall die Pflanzen wachsen.